Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es um die 10 besten Fotospots in der Steiermark. Wenn dich das interessiert, dann bleib bitte dran. Viel Spaß! Wie ihr wisst, bin ich ja aus der Steiermark in Österreich und der erste Weg natürlich, um tolle Fotomotive zu finden, ist das eigene Bundesland, die eigene Heimat, und so habe ich die Steiermark durchforstet nach guten Fotomotiven. Den ersten Spot, die erste Gegend, das erste Fotogebiet, das ich euch zeigen will, das ist die Gegend um den Grünen See in Dragöß. Aber nicht nur der Grüne See selbst, sondern auch die anderen Teiche dort, der Kreuzteich oder der Pfarrerteich, bilden tolle Fotomotive. Also die ganze Umgebung dort ist einfach top zum Fotografieren. Und mein Lieblingsspot ist der beim Kreuzteich im Winter, in der Früh, wenn im Endeffekt die Sonne schon die Berggipfel anleuchtet und mit diesem grünen Wasser und rundherum die Gegend zum Teil schneebedeckt, bildet wirklich ein tolles Motiv. Und das werde ich jetzt als erster einblenden, dieses Foto, das ich geschossen habe in der Früh, und auch andere Fotos folgen lassen, die hier um den Grünen See geschossen wurden. Fotogegend, den nächsten Fotospot, den ich euch empfehlen kann, der liegt im steirischen Salzkammergut, nämlich Altaussee. Altaussee ist ein wunderschön verträumtes Örtchen und hier gibt es eine herrliche Gebirgswelt und einen tollen Altausseer See. Er eignet sich sowohl im Sommer als auch im Winter für herrliche Fotos. Es ist wirklich eine wunderbare Gegend, auch zum Wandern und natürlich zum Urlaub machen. Es gibt hier tolle Stege, tolle Fischerhütten und ein herrliches Ambiente, um hier Fotos zu machen. Hier blende ich euch wieder einige Fotos ein, die ich hier in Altaussee am Altausseer See geschossen habe. Mit welcher Kamera ich diese Fotos gemacht habe, ist unerheblich. Es war eine Canon dabei, es war eine Fuji dabei, denn wesentlich bei diesen Fotos ist einfach der Output und nicht das Equipment. Ich werde euch so weit wie möglich die einzelnen Geodaten der Orte einblenden, damit ihr auch leichter dorthin findet. Natürlich jeden Spot genau kann ich nicht fixieren, aber ihr habt zumindest den groben Umkreis und die Gegend. Ihr könnt euch genau dann den Fotospot aussuchen, der euch so richtig behagt. Der nächste Fotospot ist in der Nähe von Bad Mitterndorf, nämlich der Önsee. Als ich zu diesem See kam, war ich nicht besonders begeistert. Ich fand zu Beginn keine Motive, aber als ich dann den See entlang ging, da sah ich eine wunderbare Fischerhütte, eine Schiffshütte, und vor dieser Hütte waren große Felsen. Und die nahm ich als Vordergrund, der in das Bild in die Tiefe hineinführen sollte, und das grüne, herrliche Wasser. Und dann wurde dieses Foto, das ich euch in Folge zeigen werde, unter anderem geschossen. Es folgen auch noch weitere Fotos dieses tollen Fotospots. Thank you.
weiteres tolles Gebiet in der Steiermark, das sich zum Fotografieren eignet, ist das Gesäuse. Das Gesäuse ist groß. In der Nähe von Admont findet man beispielsweise den Gesäuse-Eingang. Den habe ich ausgiebig fotografiert und hier ist mir zum Beispiel dieses Foto entstanden, auf das ich stolz bin. Es war eine tolle Stimmung. Die Sonne kam hinter dem Berg hervor und ich konnte hier diesen Sonnenstern einfangen. Das war wirklich ganz einmalig. Aber das Gesäuse hat noch weit mehr zu bieten. Es gibt da zum Beispiel den Hartelsgraben. Hier gibt es wundervolle Wasserfälle und eine wundervolle Wasserwelt ganz im Allgemeinen. Hier ein Bild eines Wasserfalls. Gehzeit vom Parkplatz vielleicht nur 20 Minuten. Hier ist mir diese Aufnahme gelungen. Hier seht ihr vorne im Vordergrund ein Stück Holz, das heißt so ein Holzbloch. Und das eignet sich sehr gut, um auch hier praktisch ins Bild hineinzuführen. Das Wasser habe ich glatt gezeichnet, indem ich eine lange Belichtungszeit gewählt habe. Ich hatte auch einen Graufilter auf mein Objektiv aufgeschraubt. Das Gebiet ist riesig und bietet wirklich genug Fotomotive. Für jeden Geschmack ist hier was dabei. Man kann natürlich auch hier Tiere ablichten, wundervolle Berge festhalten, wie hier etwa. Oder einer meiner Lieblingsspots ist auch in der Nähe der Eisenbahnbrücke im Winter, wenn dieses grüne Wasser, ich glaube, das ist die Enz und nicht die Salzach, hier praktisch dahin braust, dann kann man diesen Kontrast zwischen Schnee und grünem Wasser wirklich super festhalten und dahinter dann dieser Berg. Also für mich eine einmalige Gegend, obwohl ich mich persönlich nicht unbedingt dort wohlfühle, aber das ist rein subjektiv gesehen, aber zum Fotografieren wirklich einmalig. Der nächste Fotospot, der befindet sich im steirischen Schladming, nämlich auf der Reiteralm. Ihr könnt hier mit dem Auto hinauffahren, es gibt hier eine Mautstraße, aber man kann auch, denke ich, mit dem Sessellift, mit der Gondel rauffahren zur Reiteralm. Und dort oben gibt es eine Hütte und von dieser Hütte weg geht man rund eine Stunde und hier gelangt man dann zum Spiegelsee. Das Einzigartige und das Wunderbare am steirischen Spiegelsee ist, dass wenn das Wasser ruhig ist, sich der Dachstein, der höchste Berg des Landes, sich im Wasser spiegelt. Ich empfehle, diesen See vor allem im Sommer zu besuchen, nämlich dann, wenn der Almrausch blüht. Denn diesen Almrausch könnt ihr dann als tollen Vordergrund verwenden, mit diesen herrlichen, prächtigen roten Farben. Und der führt praktisch hinein zum See und zum Dachstein und dann habt ihr die Spiegelung. Was ebenfalls total toll ist, ist dort, dass es Bergziegen gibt, die natürlich durch die vielen Wanderer total zahm sind. Das heißt, ihr könnt auch mit Kindern dort eine herrliche Zeit verbringen. Ich zeige euch nun einige Szenen vom Spiegelsee, den ich vor 2 Jahren im Sommer besucht habe. Führte mich diese Reise eben zum Spiegelsee auf die Reiteralm in Schladming. So kam ich ein anderes Mal zur Ursprungsalm, ebenfalls in Schladming. Von dort weg geht man rund 1¾ Stunde und dann gelangt man zu den 2 Giglachseen. Ich vergesse immer, ist es der vordere und der hintere Giglachsee oder der kleine und der große Giglachsee. Hier hat man wirklich ein wundervolles Bergpanorama, wo sich diese 2 Seen hier wirklich perfekt in die Landschaft eingliedern und es ist wunderbar. Es gibt auch 2 Hütten, wo man einkehren kann und mit einer guten Jause und einem tollen Getränk kann man dann den Tag hier beenden. Fotomotivmäßig wirklich einmalig. Die Zeit war wie immer zu kurz, um hier alles festzuhalten, was mir so vor die Linse sprang. Aber das ist immer so. Dort, wo es am schönsten ist, ist es oft am schnellsten aus. Hier zeige ich euch eine Aufnahme vom vorderen Giglachsee. Im Vordergrund habe ich diese Blumen gewählt und dieser Weg, der sich hin zum See schlängelt. Andere Bilder und kurze Szenen von meinem Trip hier zeige ich euch wieder im Anschluss. Thank you.
In den steirischen Wildalm befindet sich ein wunderschöner, grünlich gefärbter Gebirgsee, nämlich der Brunnsee. Dieses Gebiet um den Brunnsee ist auch hervorragend zum Fotografieren. Es gibt genau einen Spot, der mir ganz besonders gefällt. Das ist zu Beginn des Sees, wo man praktisch raus dann fotografiert ins Tal hinein, wo man dann diese Berge mit einfangen kann. Ich zeige euch in Folge natürlich auch wieder einige Szenen von meiner Fototour zum Brunnsee und zeige euch genau das eine Foto, das ich meine, und in Folge natürlich auch andere, die ich dort geschossen habe. Und nun zum nächsten Fotospot. In der Nähe des steirischen Mixnitzes findet sich die Bärenschützklamm. Die Bärenschützklamm, die mit vielen Klettersteigen zu begehen ist, ist ja schon seit einigen Jahren gesperrt, da es dort leider einen tödlichen Unfall gegeben hat und, was ich mich erinnern kann, auch etliche Verletzte. Aber zu Beginn der Bärenschützklamm gibt es einen Wasserfall, der begehbar ist, und dieser Wasserfall ist wirklich ein Eldorado für Wasserfotografen. Natürlich muss man danach trachten, dass man ihn zu einer Zeit aufsucht, wo genügend Wasser da ist, so wie bei jedem Wasserfall. Aber wenn Wasser da ist, kann man wirklich einmalige Bilder schießen. Im Zuge meiner zahlreichen Touren hin zur Bärenschützklamm, speziell zu diesem Wasserfall, zeige ich nun euch einige Szenen und Fotos, die ich dort geschossen habe. Toller Fotospot in der Steiermark führt uns wieder ins steirische Enztal, nämlich zum Fuße des Grimmings gibt es den wunderschönen Ort Bürg. Und wenn man hier die Herbststimmung in Bürg festhält mit dieser tollen Kirche, dann entstehen Fotos eben wie dieses. In der Folge zeige ich euch wieder einige Szenen meines Aufenthalts dort in Bürg, damit ihr auch die Umgebung näher kennenlernt und seht, wie toll es im Herbst dort aussehen kann. Der 10. und damit der letzte von mir heute vorgestellte steirische Fotospot befindet sich im Totengebirge. Es handelt sich um den Augstsee. Ihr fahrt hier die Loser Panoramastraße rauf und schon beim Rauffahren seht ihr tolle Motive, die ihr einfangen könnt. Es ist eine wunderbare Landschaft hier, und zum Augstsee von dieser Hütte, wo ihr dort ankommt, geht ihr nicht weit, vielleicht 20 Minuten. Aber ihr könnt auch den Loser dann besteigen. Der ist wirklich einigermaßen gut besteigbar. Ihr braucht hier kein Kletterzeug oder was auch immer, aber es ist eine tolle Gegend hier. Und dieser Augstsee, der liegt wirklich total super eingebettet hier in dieser Landschaft. Und wie bei den anderen vorgestellten steirischen Fotospots auch, schaut mit mir hier einfach rein und genießt die Szenen. Thank you.
Mir fallen ad hoc noch viele andere steirische Fotospots ein, doch ich wollte mich in diesem Video eben auf diese 10 Spots begrenzen. Was sind eure Lieblingsspots in der Steiermark? Schreibt es mir bitte unten rein in die Kommentare. Wenn ich diese noch nicht kenne, möchte ich sie auch gerne besuchen. Auf diesem Wege möchte ich mich nun auch von euch verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und für die zahlreichen Kommentare, die ich jede Woche von euch erhalte. Gut Licht, passt gut auf euch auf, ciao Papa, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt nachholen würdet. Auch ein Daumen hoch gefällt mir, der ist gut für den Algorithmus und hilft auch meinem Kanal weiterzukommen. Ciao, auf Wiedersehen, Papa.